أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، im Namen Allah, im Namen Gott des Albaners, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Segen und seinen Frieden seien auf unserer Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Familie und seine Gefährten. Liebe Geschwister im Islam, ich wollte eigentlich mit euch heute über die Barmherzigkeit im Islam sprechen. Und den Bruder, der heute heiraten wurde, hat mit mir gesprochen, dass ich über den Heirat spreche. Deswegen, ich werde sprechen über die Barmherzigkeit im Heirat. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, وَمْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Es ist ein Zeichen, es ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er von euch Baren erschaffen hat. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und dieser Teil von dieser Aya, Hazal Juz min al-Aya, ist ajib, ist ein Wunder. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مَا قَالَ حُبًّا وَعَدْلًا قَالْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Warum? Weil vielleicht am Anfang den Mann und die Frau haben sich noch nicht sehr geliebt. Aber gibt es diese Mawadda, diese Akzeptanz, dass jeder versucht, den anderen so Liebe zu zeigen, Mawadda zu zeigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wa rahma. Und gibt es einen großen Unterschied zwischen Rahma und Adl. Rahma, Barmherzigkeit. Und Adl ist Gerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala, als er im Koran oder den Koran angefangen hat, er hat den Koran angefangen mit Bismillah, im Namen Allah, Al-Adl, la, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Das ist sehr schön, die Barmherzigkeit. Deswegen, wenn die Barmherzigkeit in einer Gesellschaft existiert, diese Gesellschaft wird sehr harmonisch sein. Wenn die Barmherzigkeit existiert in einer Familie, dann diese Familie wird harmonisch und glücklich sein. Was ist der Unterschied zwischen Adl und Rahma? Mal Farq bayna Rahma wal Adl. Al-Adl, du machst einen Fehler, du wirst bestrafen für diesen Fehler. Das ist Gerechtigkeit. Gibt es Belohnung und Bestrafung. Ar-Rahma, du machst eine gute Sache, du wirst dafür belohnt. Du machst eine falsche Sache, du gibst zu und das wird dir vergeben. Deswegen gibt es ein sehr schöner Hadith, eine sehr schöne Überlieferung, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass auf dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala steht
ورحمتي سبقت غضبي. Und meine Barmherzigkeit kommt vor mein Zorn. Das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass jede Surah oder Kapitel im Koran wurde mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim angefangen, außer einem. Aber wurde in einer anderen Surah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim zweimal erwähnt. Das bedeutet im Koran, für jede Surah gibt es im Namen Allah des Albanas, des Barmherzigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, وَلَوْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. Das ist ein Geheimnis. Geheimnis, um gute Beziehungen mit Menschen aufzubauen. Um Da'wah zu machen. Um erfolgreich im Leben zu haben. Um Harmonie und Glücklichkeit in deiner Familie zu schaffen. Dass du barmherzig bist. Barmherzigkeit bedeutet, man macht einen Fehler, er wurde dafür nicht bestraft. Du bist barmherzig, deswegen vergibst du. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِمَاذَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Und dieser Wort, تَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ist richtig wunderschön. Was bedeutet das? Bedeutet, alleine zu leben, man hat keine Wohnung. Man ist obdachlos, selig. Selig, um ruhig zu sein, um zu fühlen, dass man eine Wohnung hat und seine Ruhe hat, soll man einen Ehegarten haben. Hat Allah subhanahu wa ta'ala das als Gnade erschaffen und als Zeichen uns gegeben, als Gnade. Deswegen, man heiratet nicht, um verheiratet zu sein. Nein, man soll von Anfang an wissen, dass Heirat Wohnung oder Wohnen bedeutet. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Jeder Mensch von uns macht viel. Und jeder Mensch von uns hat Vorteile und Nachteile. Wenn zwei Leute heiraten, gibt es viele Faktoren, die beeinflussen die Beziehung zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. Nummer eins, der Ehemann hat zu Hause seine Mutter gesehen. Seine Mutter hatte Vorteile und Nachteile. Er hat nur die Vorteile von seiner Mutter gesehen. Was erwartet er? Er erwartet, wenn er heiratet, dass alle Vorteile, was seine Mutter hat, in seiner neuen Frau oder in seiner Ehefrau existiert. Sie steht morgens auf, sie weckt ihn vor Fajr-Gebet auf, sie vorbereitet sein Frühstück. Seine Mutter hat das gemacht. Sie kocht für ihn einen Tee oder fragt ihn, was er trinken soll. Und wenn er heiratet, die Frau zu Hause hat auch etwas gesehen von ihrem Vater. Ihrer Vater hat vielleicht morgen die gleiche gemacht, was die Mutter von diesem Mann gemacht hat. Gibt es Männer, die sind fleißig. Er steht morgen auf. Er mag gerne seinen Tee oder seinen Kaffee kochen, mag gerne sein Frühstück vorbereiten, damit er isst, was er gerne isst und so weiter. Und wenn man heiratet, man ist irgendwie schockiert. Warum? Weil er findet nicht alles, was in seiner Mutter gibt, in seiner Frau. Und die Frau findet nicht alles, was in ihrer Vater gibt, in ihrer Ehemann. Und dann fängt die Probleme an. Normalerweise, wir Muslime lernen viel. Yani, eine Krankheit in unserer Umma zurzeit ist, dass wir nicht lernen, dass wir nicht lesen. Dass wir ganz viele Sachen ablehnen. Yani, wenn du ein Buch hast
Aber die Psyche von dir, Ehegatten, das wurde von irgendjemand geschrieben, der vielleicht nicht Muslim ist. Man liest das oder nicht? Man kann das lesen. Warum? Weil die Psyche von einem Muslim ist so ähnlich wie die Psyche von einem Nicht-Muslim. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alle erschaffen gleich. Manche werden Muslime und wann, manche werden nicht Muslime. Aber ein Mensch als Psyche und Körper ist wie ein Nicht-Muslim. Die Menschen sind gleich. Die wirken gleich. Natürlich, den Islam beeinflusst dich, beeinflusst dein Verhalten. Aber manche lernen auch nicht den Islam richtig. Deswegen, die glauben, alles was er macht, ist Islam. Und alles was er nicht macht, ist nicht Islam. Und wenn er etwas fremd sieht, dann er kann das nicht verurteilen oder er verurteilt das. Er gibt eine falsche Verurteilung. Bevor man heiratet, soll man verstehen, wie man als Ehemann in der Ehe glücklich sein kann. Die Frau hat eine Psyche, der Mann hat eine Psyche, die Frau hat ihren Vater und ihre Mutter gesehen, der Mann hat seine Mutter und seinen Vater gesehen. Du hast geheiratet, ich spreche mit dem Bruder und mit allen. Okay, und du siehst, dass die Frau, die du geheiratet hast, ist nicht so ähnlich wie deine Mutter. Was machst du? Nummer eins, wenn sie etwas nicht hat, was deine Mutter hat, dann hat sie etwas Schönes, was deine Mutter nicht hat. Sollst du einfach entdecken. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns als Menschen mit verschiedenen Temperamenten, mit verschiedenen Psychen, mit verschiedenen Fähigkeiten. Yani, gibt es Männer, die sehr intelligent sind. Die können die Frau viele Ratschläge geben. Aber die sind nicht so fleißig im Haushalt zu helfen. Wenn er nicht dir viel zu Hause hilft, dann hat er einen Vorteil, was du davon profitieren kannst. Und wenn die Frau etwas nicht macht, was du bei deiner Mutter gesehen hast, dann hat sie etwas, was deine Mutter nicht hat. Man soll nicht sofort eine Verurteilung nehmen und eine Vorwurf, dass die Frau nicht fleißig ist oder das nicht macht oder das nicht macht. Nein, man soll erstmal verstehen, dass die Ehe braucht eine Weile, damit die Leute sich gegenseitig kennenlernen, erkennen. Die Vorteile, die Nachteile. Wenn jemand einen Fehler macht, kommt nicht die Gerechtigkeit. Und die meisten Ehen gehen kaputt, wenn die Gerechtigkeit herrscht. Wenn die Gerechtigkeit al-Adl herrscht, die Ehen gehen kaputt. Warum? Weil jeder Mensch von uns ist sündig. Und jeder Mensch von uns macht einen Fehler. Und wenn du beobachtest die Fehler, die deine Frau macht, oder die Frau beobachtet die Fehler, die ihre Ehemann macht, natürlich geht die nicht weiter. Du kannst beobachten und du kannst erkennen, was die Frau oder der Mann falsch macht. Aber um das aufzuklären, um das beizubringen. Und erwarte nicht, dass alles, was du ja wünschst, geändert wurde. Warum? Weil jeder Mensch hat seine Überzeugung. Jeder Mensch hat seine Überzeugung. Zum Beispiel, wenn jemand nach dem Fajr-Gebet schläft, ist das haram oder halal? Das ist erlaubt. Aber es ist besser, wenn jemand nach dem Fajr-Gebet zum Beispiel wach bleibt, liest oder etwas arbeitet oder weiß ich nicht. Wenn du deinen Ehegatten oder deinen Ehepartner das findest, zum Beispiel er schläft nach dem Fajr-Gebet, ist das nicht falsch. Er muss das nicht verändern. Du kannst ihn mit ihm darüber reden, dass das eine gute Sache ist, nach dem Fajr-Gebet wach zu bleiben, damit man diese Segen bekommt. Aber er ist nicht verpflichtet. Er ist nicht verpflichtet. Deswegen, in einer Ehe soll die Barmherzigkeit herrschen. Die Barmherzigkeit herrschen. Und die Milde. Die Milde. Ar-Rifq.
Unser Prophet Muhammad sallam hat gesagt in einer authentischen Überlieferung, yani Muhammad sallam, unser Prophet, يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ما كان الرفق في شيء إلا زانه يعني wenn die Milde in einer Angelegenheit existiert, die verschont diese Angelegenheit. Und wenn die Milde von einer Angelegenheit ausgezogen wurde, dann diese Angelegenheit wird unschön sein, wird schlimm aussehen. Das bedeutet, man macht alles mit Milde. Man soll die Milde benutzen mit seiner Frau oder die Frau mit ihrem Mann, mit den Kindern, mit der Familie von dem Mann, mit der Familie von der Frau, mit den Nachbarn. Das ist sehr wichtig, in einer Ehe das zu haben. Ein Bund, der sehr wichtig ist. Viele Leute verstehen das auch nicht. Wenn jemand heiratet, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, vor die Männer, تنكح المرأة لأربع لجمالها لحسبها لمالها لدينها. Die Frau wurde geheiratet vor vier Gründen. Für ihre Schönheit, für ihre Familie, für ihre Vermögen und für ihre Religion. Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. Welche soll man auswählen? Antwort? Die Religion, den Dien, okay. Du hast eine religiöse Frau geheiratet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Frauen gesagt, oder die Väter von Frauen gesagt, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. Wenn einer von euch kommt, die Religion und schöne Charaktereigenschaft hat oder besitzt, gib ihn eurer Töchter. Okay. Ein Mann, der Charaktereigenschaft hat, schöne Charaktereigenschaft und Religion, und eine Frau, die Religion hat, haben zusammen geheiratet. Reicht das, um eine glückliche Ehe zu führen? Nein, reicht nicht. Warum reicht nicht? Weil, wenn ich dir eine fruchtbare Erde gebe, ich gebe dir ein Stück Land, sehr fruchtbar, und sage ich dir das hier, nimm für dich. Was sollst du machen, damit du eine Früchte bekommst? Erstmal sollst du die Samen auswählen. Dann sollst du diese Samen in die Erde legen. Und dann sollst du um diese Samen kommen. Die werden immer größer und größer und größer. Und dann kommen die Früchte und dann nimmst du deine Früchte. Und die Ehe ist auch so. Du hast die Frucht Tabaras, Landstück Land, jetzt ausgewählt. Ob Mann oder Frau. Eine gute Frau, einen guten Mann. Dann sollst du etwas dafür machen. Was wird etwas dafür? Bedeutet, jede schöne Sache in der Ehe ist deine Samen. Das ist deine kleine Samen, die du pflanzt in diese Erde. Oder ich gebe euch ein anderes Beispiel. Zwei Partner machen zusammen eine Ferne, öffnen eine Ferne auf. Diese Firma hat ein Ziel. Wann kann man sagen, dass die Firma erfolgreich ist oder nicht? Wir gucken auf ihre Konto, auf ihre Guthaben. Sie haben 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Das ist der Gewinn, weil die Leute arbeiten dafür. Auch in der Ehe, du hast ein Konto. Jede schöne Sache, die du mit deiner Frau unternimmst oder du mit deinem Mann unternimmst, liegt ein Guthaben auf eurer Konto. Yani, in Urlaub zu gehen, zusammen rauszugehen, ein Geschenk zu kaufen, ein schönes Wort zu sagen, Eltern zu besuchen, zusammen Koran zu lesen oder zum Moschee zu gehen. Das ist alles wichtig. Das ist alles sehr wichtig.
Und wenn dein Guthaben in der Ehe bedeckt ist, wenn du irgendein Problem in der Ehe hast, das nimmt von deinem Guthaben. Das nimmt von deinem Guthaben. Ja, yani, du hast mit deiner Frau gestritten, gibt es ein großes Problem. Wenn du ein Guthaben hast in dieser Ehe, dann das nimmt von deinem Guthaben. Von 100.000 auf 50.000, aber du hast noch Guthaben. Aber wenn du kein Guthaben in der Ehe hast und kommt ein Problem, das geht minus. Und dann die Firma wird leiter. Und dann die Ehe geht kaputt. Ganz viele Ehen habe ich gesehen, wo die Leute sehr gut waren. Der Mann war ein guter Mann, die Frau war eine gute Frau, aber die haben nichts auf dem Konto. Und die wollten sich scheiden lassen. Sie hat nicht erwähnt, was gegen den Mann ist. Und der Mann hat nichts erwähnt gegen die Frau. Aber leider, als ich mit beiden gesprochen habe, habe ich gesehen, dass sie kein Guthaben haben. Die haben nichts zusammen unternehmen. Die haben nichts Gutes, was man erwähnen kann. Jeder hatte Erwartungen von den anderen und den anderen hat nichts dafür gemacht. Und am Ende, der ist kaputt gegangen. Natürlich habe ich versucht, die zu retten. Die wurde gerettet, aber wie gesagt, wenn die nicht meiner Empfehlung folgen, dann die Ehe wird irgendwann wieder kaputt gehen. Das ist sehr wichtig, dass man lernt, wie man eine Ehe führen kann. Ein anderer Faktor, der sehr wichtig ist, wir alle leben, um Allah zu dienen. Richtig? Allah Ta'ala sagt, ich habe die Jinn und den Ins nur erschaffen, um mich zu dienen. Die Ehe ist Allah zu dienen. Ist ein Teil davon. Ja, jeder Verhalten, was du mit deiner Frau machst oder mit deiner, oder die Frau mit ihrem Mann macht, ist ein Teil von Allah dienen. Von Allah Anbetung. Ja? Das bedeutet jedes Wort. Deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ein Mann legt ein Stück Brot in den Mund von seiner Frau, ist eine Sadaqa. Wie eine Spende, wie eine Almus, er bekommt dafür Hasanat. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Mann geht, schläft mit seiner Frau und hat dafür Belohnung, er bekommt Belohnung. Und dann sagte ein Gefährte, ein Prophet, yani, Mann, yani, wenn man mit seiner Frau schläft, dann man hat Spaß dabei. Bekommt auch Belohnung? Der Prophet hat gesagt, was ist, wenn er das in einen Haram-Weg macht? Bekommt er eine Strafe? Eine Sünde? Die Gefährte hat gesagt, ja. Hat gesagt, wenn er auch das mit seiner Frau macht, dann hat er dafür Belohnung. Das bedeutet, die ganze Ehe ist ein Teil von deiner Religion. Alles, was du in der Ehe machst, ist Teil von deiner Religion. Und was auch danach kommt, sind die Kinder. Die Kinder. Und deine Kinder gut zu erziehen, ist die Beste, was man als Allahs Diener machen kann. Warum? Weil vielleicht hast du nicht alles, oder hat deine Eltern nicht alles bei dir gemacht, was du dir wünschst. Ja, vielleicht hast du gewünscht, als Kind den Koran, ganzen Koran auswendig zu lernen. Vielleicht hast du gewünscht, als Kind das und das zu machen. Vielleicht hast du gewünscht, als Kind, weiß ich nicht, das und das zu lernen. Und dann, deine Eltern hatten die Fähigkeiten nicht, das Wissen nicht. Hast du aber. Deswegen versuchst du das mit deinen Kindern zu machen. Und natürlich, alles, was du bei deinen Kindern machst, das liegt auf deinem Konto. Das liegt auf deinem Konto. Und Prophet Muhammad sagte, ja, der Rajul yawm al-Qiyamah. Fa yuriyahu Allah subhanahu wa ta'ala darajatuhu min al-Jannah. Fa yaqulu ya Rabb anna li zalik. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala lahu dhalika bidu'ai waladika lak. Yani, im Tag des Gerichts, Allah bringt einen Mann oder den Mann von uns und sagt ihm, guck mal, das ist deine Stufe im Paradies. Und dann dieser Mann sagt, oh Allah, ich habe nichts, nicht viel gemacht. Ich habe nur gebetet und ganz normal gelebt.
Warum soll ich eine ganz höhere Stufe im Paradies erreichen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wegen deinem Sohn. Du hast einen rechtschaffenen Sohn erzogen und dieser Sohn hat für dich immer Dua gemacht. Deswegen, ich habe dich auf diese hohe Stufe gestellt. Ja? Was du nicht erreichen kannst, kann dein Sohn erreichen. Und die Erziehung für die Kinder, die meisten Erziehung, die psychischen Formen, wird nur in die ersten paar Jahre. Yani seitdem du die Frau heiratst, die Frau ist schwanger, was passiert in dieser Schwangerschaftszeit? Und dann die ersten 2-3 Jahre, dein Sohn ist geformt oder deine Tochter ist geformt. Ist geformt. Danach ist die Erziehung ein bisschen schwer. Was du in dieser ersten Zeit gemacht hast, von Gottesdienst, von Gebet, von guter Charaktereigenschaft, von schönen Worten, dein Sohn oder dass dein Kind im Bauch von deiner Frau hört alles, bekommt alles mit, wird davon alles beeinflusst. Deswegen habe ich gehört, dass eine Stadt im Sudan, in dieser Stadt, wenn die Frauen schwanger sind, die hören den ganzen Tag Koran. Und wenn die Kinder geboren sind, die sind alle Hafiz mit 5-6 Jahren. Ja, weil in dieser Schwangerschaftszeit, wenn die Frau ganz viel Koran hört, das Kind nimmt das auf in seinem Gehirn, in seinem Kopf. Danach, wenn du ihn als Kind sagst, Bismillahirrahmanirrahim, es ist einfach für ihn, er hat das 1000 Mal gehört. Wenn du versuchst, ihm den Koran beizubringen, dann hat er das vorher gehört. Das wurde hier geformt in seinem Gehirn, in seinem Kopf. Deswegen, man soll alles ernst nehmen vom ersten Tag. Man soll alles ernst nehmen vom ersten Tag. Deswegen, in der Ehe soll man barmherzig sein, soll man alles mit Milde machen, soll man von ersten Minuten den Absicht hat, ich habe für Allah geheiratet, meine Heirat ist eine Ta'a für Allah, ist eine gute Tat für Allah und alles, was in der Ehe passiert, ist Teil von meiner Religion, ist Teil von meiner Anbetung an Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bin für alles belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Man soll auch achten, dass die Psyche von Menschen sind verschieden. Das dauert eine Weile, was du alles bei deiner Mutter oder deinem Vater gesehen hast, soll nicht bei deiner Frau oder deinem Mann sein. Sondern jeder Mensch hat seine Vorteile und Nachteile. Man soll die Vorteile annehmen, die Vorteile entdecken, die Vorteile irgendwie und die Nachteile versucht man seinem Ehepartner beizubringen. Wenn das klappt, klappt, wenn klappt nicht, dann muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein, man guckt nur auf die Vorteile und Allah hat jeder Mensch von uns seine Vorteile gegeben.